halbes Jahr jetzt Oberliga Süd. Wie fällt das Fazit aus? Ist man in der Realität angekommen oder hat man vielleicht doch ein bisschen spekuliert, nicht so tief hinten drin zu stehen? Ja klar, man hofft natürlich immer auf das Beste und hofft, dass man weiter oben landet. Aber wir wussten schon, dass wir ganz klar gegen den Abstieg spielen, dass wir versuchen, dort die Liga zu halten. Haben uns natürlich erhofft, dass wir hier und da ein paar Punkte mehr holen, aber sind jetzt angekommen in der Oberliga und merken natürlich, wie hoch die Qualität ist oder wie schwer es dort ist zu bestehen. Nichtsdestotrotz haben wir ganz viele Spiele, gerade jetzt dieser Negativlauf, wo wir glaube ich 6 Spiele in Folge verloren haben, waren ganz viele Spiele dabei, die wir unheimlich eng bestritten haben und dort mit ein bisschen mehr Glück oder einem anderen Spielverlauf hätten wir dort auch viel, viel mehr Punkte mitgenommen, gerade wenn ich an die Spieler zurück erinnere, wo wir in Plauen gespielt haben, wo wir hier zu Hause gegen hinter Leipzig, in Jena, wo wir die Riesenchance haben, direkt nach der Halbzeit aus 5 Meter das Tor leider nicht machen. Wenn wir da in Führung gehen oder auch in Plauen in 90 Minuten diese Dreifachchance, wenn wir da mal einen Punkt mitnehmen, dann ist das auch für die Moral viel besser. Und dann hätte die Mannschaft wahrscheinlich auch dann im nächsten Spiel mit mehr Selbstvertrauen gespielt und auch mehr Punkte geholt. Von daher. Ein, zwei neue Spieler, ist das ein Mittel, um da unten ein bisschen wieder rauszukommen? Oder kann man noch woanders ansetzen, um, sag ich mal, den momentan vorhandenen Negativtrend umzukehren? Es gibt ganz viele Mittel, wo man ansetzen kann. Die Frage ist nur für uns, was ist realistisch und was ist auch finanzierbar? Wenn wir jetzt sagen könnten, komm, wir trainieren 8-mal die Woche, Vormittag, Nachmittag, wäre das auf jeden Fall ein super Mittel und würde uns auch helfen, aber wir können es ja nicht umsetzen. Dementsprechend ist es ja klar, dass wir versuchen, dort ein, zwei Spieler zu holen, die vielleicht nochmal den Unterschied machen auf gewissen Positionen. Und wenn wir die holen könnten, dann wäre das ja am realistischen, dort sofort auch Erfolge zu sehen. Und jetzt nicht von 3-mal auf 4-mal Training, ja, das ist natürlich gut, aber unterm Strich, wie viel Prozente bringt es dann mehr? Ja? Deswegen ist, glaube ich, der Fokus liegt jetzt darauf, genau zu gucken, welcher Spieler ist wo unzufrieden oder welcher Spieler würde sagen, klar, VfB Krischow schließe ich mir gerne an und versuche euch zu helfen. Also da müssen wir jetzt alle Antennen und Netzwerke haben, alle Antennen ausfahren und Netzwerke ausspielen, die wir haben und gucken, welchen Spieler können wir jetzt wo nochmal ziehen für die Mittel, die vorhanden sind. Welche Position wird da gesucht? Meine, im Sturm hat man Andi Hebler, der macht es ganz gut. Und dazwischen, weiß ich nicht, Mittelfeld, Defensive oder ist man da flexibel? Ja, da sind wir absolut flexibel. Also wenn ein Spieler kommt, der an das Niveau von Andi Hebler rankommt, dann kann man den halt überall schieben. Also das würde ich gar nicht positionsgetreu abhängig machen, sondern wenn wir einen Spieler haben, der die Qualität von Andi Hebler hat, egal auf welcher Position, dann hilft er uns weiter. Dann können wir auch auf jeden Fall schieben. Gutes Beispiel eigentlich, Florian Bernhard ist bei uns eigentlich ein linker Läufer, also auch linker Außenbahn und hat bei uns fast immer nur Abwehr gespielt, rechts hinten, links hinten, also die haben wir permanent geschoben. Oder auch Martin Dahm hat ja damals bei Energie eigentlich rechten Verteidiger gespielt, dann mal ein bisschen rechter Läufer und bei uns hat er auf der 6 gespielt, hat schon Innenverteidiger gespielt, hat jetzt permanent auf der 10 gespielt, war rechter Verteidiger, linker Verteidiger, also wenn ein Spieler eine gewisse Qualität hat, das ist die Position, finden wir immer irgendwo einen Platz, wo er uns weiterhilft. Letzte Frage noch ganz kurz, Vorbereitung, wann wird es losgehen und gibt es eventuell Gedanken sogar irgendwie ins Warme zu fliegen? Ich weiß nicht, wie die Bedingungen hier sind, lassen die im Januar schon Training zu? Wir sind eigentlich ganz gut getan, wir sind eigentlich immer hier geblieben. Klar wäre es schön, ins Warme zu fliegen, aber der erste Spieltag in der Rückrunde und der zweite, der wird hundertprozentig unter ganz kalten Bedingungen und deswegen versuchen wir dort das Spiel auch so nah wie möglich zu simulieren, auch wenn es jetzt nicht so schön ist, im Schnee oder im Matsch oder in der Kälte zu rennen. Aber im Endeffekt ist es so, dass wenn dann die Saison losgeht, spielen wir genau unter diesen Bedingungen. Also bringt das nichts, irgendwo hinzufliegen. Des Weiteren ist ja die Frage, die wir uns intern stellen, wo können wir jetzt den Euro ausgeben, wo er für uns am sinnvollsten ist. Und da denke ich, dass ein Trainingslager in der Sonne aktuell, glaube ich, das wäre der falsche Knopf, den wir drücken sollen. Wir müssen die Patronen, die wir haben, jetzt auch richtig einsetzen. Ja. Macht, glaube ich, nicht mal Energie Cottbus. Ja. Auch an Sie zum Einstieg vielleicht mal kurz die Frage gerichtet, die aktuelle Situation. Sind Sie davon sehr überrascht oder ja, war irgendwie damit zu rechnen, dass es jetzt vielleicht nicht den nächsten Durchmarsch gibt nach oben? Oh Mann, Durchmarsch ist ein tolles Wort und in Krischow schon oft gewesen. Also das heißt aber auch, dass wir schon viele Situationen hier im Club erlebt haben. Und speziell, ich erinnere mich an die Brandenburg-Liga, die erste Saison, die erste Hinrunde in der Brandenburg-Liga, damals höchste Liga im Bundesland. Das war für uns ebenfalls abenteuerlich und wir haben ähnlich abgeschnitten in der Hinrunde, haben auf dem Abstiegsplatz gestanden und ich denke, es ist eine Stärke vom Club,
die Ruhe zu bewahren und den Zusammenhalt herbeizuführen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen im Winter. Ja, richtige Entscheidung im Winter heißt, der Trainer wird also in jedem Fall noch ein bisschen Verstärkung an die Hand bekommen, damit man im Sommer dann im Mai nicht auf dem letzten oder vorletzten Platz steht. Ja, also wir arbeiten sehr, sehr eng mit dem Trainerteam zusammen und der Toni genießt hier ein sehr großes Vertrauen im Club und wir tauschen uns täglich aus über die sportliche Lage und wir wollen alles dafür geben, ihm das Handwerkzeug an die Hand zu geben, bereitzustellen, was er braucht, um für das für uns noch nie dagewesen dahin dabei zu führen, den Klassenerhalt hier zu schaffen in der Oberliga Süd. Wie schwer ist es denn, wenn man jetzt auf dem Spielermarkt aktiv werden will, jemanden zu überzeugen, komm mal nach Krischow? Das ist ja jetzt noch nicht der Fußballnabel der Welt. Wie knifflig oder schwierig ist das? Oder ruft man dann bei Peter Wollitz an und fragt, ob da einer eine Nachwuchsperspektive hat, die man vielleicht hier irgendwie für ein halbes Jahr aufbauen kann? Oder wie muss man es machen? Ich könnte mir vorstellen, jetzt, ich kenne die Netzwerke nicht, aber wenn ich anrufe und sage, Mensch, ich habe Interesse, ich bin vom VfB Krischow, da sagen die, okay, gucke ich mal nach. Ja, also beides. In erster Linie laden wir natürlich die Spieler, die wir im Auge haben, hier ein, sich erstmal vor Ort von den tollen Bedingungen zu überzeugen. Haben im Anschluss gute Gespräche, intensive Gespräche. Die Spieler lernen uns kennen als bodenständige Funktionäre und Unternehmer. Lassen sich oft überzeugen von dem Netzwerk, den der kleine Club doch bietet. Und Sie haben es anfangs schon gesagt, auch das Telefonat zu Herrn Wollitz ist dann durchaus eine Lösung, wo wir das ein oder andere Mal drüber sprechen und sagen, gibt es Möglichkeiten, Spieler dann hier im Männerfußball, gerade Junioren, die dann höher kommen und vielleicht den Sprung noch nicht ganz schaffen, ins Team von Peter Wollitz dann hier auch aufzubauen und stark zu machen, um dann den Schritt in den Profifußball zu gehen. Jetzt sind Sie ein halbes Jahr in der Oberliga. Was sind so die Erfahrungen mal abseits des Sportes, die Sie gemacht haben? Es ist ja irgendwie alles neu. Egal, wo man hinkommt, man guckt, man wird neu empfangen, vielleicht auch ein bisschen argwöhnisch begutachtet. Wie ist das so? Was hat man so gelernt in diesem halben Jahr? Mal ein bisschen abgesehen vom Sport. Ja, man hat gelernt, Verantwortung zu übernehmen für das, was man hier tut und für die Region, für die man steht. Also ich erinnere mich an ganz tolle Gespräche in den Stadien, ob in Jena oder in Plauen, wo Fans mit dem eingeborenen Dialekt dann fragen, wo ist der Krischow eigentlich? Und nach näherem Gespräch und Smalltalk kommt dann heraus, dass doch die Nähe zu Cottbus da ist. Spreewald ist natürlich ein übergeordneter Begriff und dafür stehen wir. Und da sind wir natürlich mega stolz, dass uns das gelingt, als 500 Seelendörfchen hier in drei Bundesländer zu reisen mit unserem schicken Bus und zu repräsentieren. Wie ist es denn umgekehrt? Ich meine, wenn Sie dort jetzt hinkommen, Grischow, okay, die fragen mal, aber manche kommen ja das erste Mal auch her und sehen das. Ist ja doch, wenn man liest, Grischow, 500 Einwohner, kurz vor Cottbus, die Autobahn ist nicht weit weg, Fetschow kennt vielleicht noch einer von irgendwelchen Konserven und den Spreewald, aber und dann sieht er hier ein neues Vereinshaus, einen neuen Platz, Parkplatz, alles schick, schicke Kabinen. Wie sind so die Reaktionen? Haben Sie da so mitbekommen? Ja, wir sprechen halt oft mit den Verantwortlichen, die dann mit den Gästen mitreisen, mit den Gästeclubs mitreisen und viel, viel Positives, ja, viel, viel Anerkennung. Alle wissen, wie schwer es ist, als mittelständischer Club das Niveau zu spielen und das zu halten. Und man tauscht sich aus, partnerschaftlich und kann den einen oder anderen guten Ratschlag noch entgegennehmen oder auch geben. Es gibt durchaus Clubs, ich muss schon wieder Plauen nennen, die ja durchaus viel, viel bessere Bedingungen haben in Stadien für knapp 12.000 Leute und die fragen dann uns, wie kriegt ihr das hin, finanziell zu stemmen? Und da Stärke zu zeigen und auf den Platz zu verweisen, wo viele schöne bunte Banden hängen, wo die Region, wo die Unternehmer sich hinter den Club stellen, das macht stolz und das macht auch Spaß. Wie ist es denn im Örtchen oder im Dorf? Wie nimmt man da jetzt Fußball wahr? Am Anfang, als Bischofswerda kam, waren viele Zuschauer da. Spricht man anders über Fußball? Wird Fußball, was Sie so erleben, auch anders wahrgenommen? Lassen wir den Trainer noch kurz gehen. Sehr gut. Fußball wird in jedem Fall anders wahrgenommen. Also gerade die Regionen, Kreisliga-Fußballer und Landesklassen-Fußballer, die dann doch noch nicht so weit gefahren sind zum Spiel, bleibt eine gewisse Spannung dann hier, die Fremden oder die
Clubs, die Gäste hier zu erwarten. Und wir freuen uns, dass wir mehr und mehr Zuschauer begeistern können. Das war auch das Ziel, im sportlichen Windschatten alles auch nachzuziehen, hier die Vereinsanlage weiterzuentwickeln und natürlich auch die Leute zu begeistern für Sport. Ja, letzte Frage noch ganz kurz. Blick auf die Rückrunde und der Wunsch, das Ziel für das, was im neuen Jahr dann kommt. Der Klassenerhalt ist, glaube ich, das alles Überragende, oder? Was anderes ist völlig unrealistisch. Der Fokus ist definitiv der Klassenerhalt. Uns ist ganz, ganz bewusst, dass das ein dörflicher Club noch nicht geschafft hat, die starke Südklasse in der Oberliga zu halten. Darauf setzen wir alles und daran werden wir alles geben und daran glauben wir. Herzlichen Dank.